Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Common Masterpiece. Wir nehmen gleich hier aus dem wunderschönen Saarländli. Hier aus dem Saarländli, Saarbrücken. So ein wunderschönes, wunderschönes kleines Land. Wenn du da durchfährst, alles so putzig, so klein, so knuffig. So, ja, Leute, also am Montag, am kommenden Montag, kommt der Winter Clash zurück. Das ist der hier. Die Combos für den Winter Clash sind die gleichen wie damals. Gun Safety Peter, Santa Killer Haley, Santa Killer Steve, Agno Crusher, Spinout Luis, Foul Fighter Teddy, Heavenly Hank, Santa Bill, Roadkill, Penguin Conservator, Ready for Santa und Santa Bender. Aber auf jeden Fall ein ziemlich nice Ding. So. Und da wird es dann auch wieder eine separate Box für geben. Was sehe ich denn da unten rechts rumtanzen? Es gibt auch jetzt wieder eine Box, eine Tire-Box. Aber die hat jetzt nichts damit zu tun, auch wenn das Bild da fehlt. So, hier haben wir einen, immer noch den Mythic Stewie in Mamas Altmodischer Geheimnisschatulle. Gehen wir mal hier in den Shop rein, schauen wir mal, was da jetzt noch am Stissel ist. Mal gucken, hier haben wir den, die Martian Tire-Box. Wo ist das Bild? Wo ist das Bild? So, und schauen wir uns doch mal an, was gibt es denn in der Martian Tire Box. Gehen wir hier rein. Also, Karten. Martian Kalender. Mutilated Theory Beedos, Eugene Belcher, McGriffin, Arc Sketch, Graffiti Mural. Auf jeden Fall nice Karten. Vorteil von dieser Box, du hast 6 legendäre und nur 4 Epics. Ob das jetzt tatsächlich so ist, dass man dadurch dann mehr legendäre rauszieht als die Epics, das kann ich noch nicht so richtig beurteilen. Müssen wir mal testen. So, Gegenstände sind es die einzigen. Was ist denn das? Martian Calendars, okay. Spray Painters, Mac Portraits, Gingerbread Sculptors, Mural Restorers und Benders Clowns. So. Auf jeden Fall ganz gute Kombos. Schauen wir mal hier rein, wie es hier wieder aussieht. Wahrscheinlich wieder das gleiche. Wir haben hier für 700 Gems wieder 600 legendäre Steine. 6 Forschungsbeschleuniger, 8 Stunden, 300 Gigawatts, zweimal den Level 1 Mural Restorer und 3 Pulse. Also sprich, ist eigentlich besser momentan als irgendeine andere Box. Wenn man eben auch nochmal legendäre Steine mit hinzubekommt, das ist eine ganz nice Sache. So. Ja, wenn wir jetzt hier weiter hochgehen, bis auf 1400, dann hätten wir hier für 2300, 2500, für 3000 Gems hätten wir hier die erste legendäre garantiert. Plus nochmal. Und zwar hier diesen Martian-Kalender plus nochmal 2 weitere legendäre. Das heißt, du hast dann schon 3 Legis für 3000. Hast hinzu noch hier, da unten gibt es auch noch eine Legendary. Okay, dann hast du sogar jetzt, was ist denn da los? 1, 2, 3, 4 legendäre. Das ist ja krass. 4 legendäre. Dann hast du Mastery Tokens und hast noch 3 Pulls. Also, das ist schon für 3000 4 legendäre garantiert, 3 Pulls noch. Das ist schon mal echt nicht schlecht, muss ich sagen. Also, ist hier Super Mythic Stones, ab Tier 5. Ja. Ja, naja, auf jeden Fall eine mega interessante Box und wie gesagt, meiner Meinung nach absolut zu bevorzugen momentan anstelle der anderen. So, hier haben wir jetzt den Mythic Peter. Ist ein bisschen schade, dass da eben eine Null steht. Ich gerne mehr von. Aber
12 davon kosten, ungefähr 12 davon kosten halt 500 Gems. Aber macht nichts. Habt ihr ja gesehen, ich habe eigentlich auch das letzte Mal bei dem Mythic Zoidberg Pack ein paar Legendäre gepult. Also insofern, man kann da schon, man kriegt auch Legendäre raus. Also das ist gar nicht mal so schlecht, so ein Pack. Also die Chance, eben den Peter irgendwie voll zu bekommen oder eine Mythic voll zu bekommen, ist da. Aber ihr solltet euch eben auf eine Mythic dann konzentrieren, ne? Und dann zieht durch, sobald das Ding dann da ist, dann holt ihr euch. So, und jetzt gehen wir mal in die Meisterschaft rein und schauen wir mal, was hier so am Start ist. Und da haben wir als allererstes haben wir die Swordfighter Francine. Die Swordfighter Francine ist eben das da. Ist eine Francine, sieht ein bisschen klein jetzt hier, ne? Das sieht ein bisschen klein. So, dann gehe ich mal da runter. Da sieht es doch besser aus. So, Swordfighter Francine. Eine Francine mit Fukinawa oder mit einer Web. Oh. Wahnsinn! Eine Francine mit Weapon oder Fukinawa. Ja, deswegen wird wahrscheinlich keiner von euch jemals diese Combo gesehen haben. Weil die ist auch wirklich unterirdisch schlecht. So, aber da bin ich froh, dass die bei den 500 Gems dabei ist. Dann haben wir hier das Butt Closet. Und das ist das hier. Einen Jean mit Kunstkarten. Einzige, was wir hier jetzt momentan richtig gut machen können, das ist, wenn wir maxen das, gell, oder gehen wir Mythic Louise. Komm, wir maxen das jetzt erstmal. Das Ding geht ja mit mehreren Charakteren, deswegen ist das eigentlich schon auch wieder nicht so schlecht. Also hast du die Buzzsaw. 11-fach motivieren und 10-fach Cripple All. Hast du eine Louise. Ah, ist aber auch nicht, also wenn man sich das überlegt, eine Maxed Out Louise mit der Buzzsaw 13-fach motivieren und 12-fach Cripple All. Brauche ich jetzt nicht die Mythic Louise dafür. Sieht es aus bei einer 7er. Also legendärer Eugene Welcher und die Buzzsaw. Aber das ist doch, also Buzzsaw ist schon eher selten im Einsatz. Ich halte, ich meine, die Kombo ist nicht schlecht. Ja, mit dem Cripple All ist geil. Motivieren ist geil. Das Problem ist halt jetzt für die 10% kriegst du auch hier wiederum wenig mit hinzu. Du kriegst eben nur einen Punkt pro Ding. Also kannst du dann 12-fach motivieren, hast dann 11-fach Cripple All. Ist vielleicht 19 Angriff, 82 Leben. Also letzten Endes sage ich mal, es ist keine schlechte Combo. Das Problem ist aber, diese 10% lohnen sich hier nicht wirklich. Und deswegen brauchen wir da auch gar nicht länger drüber nachzudenken, ob man da 500 Gems für ausgibt oder nicht. So, jetzt haben wir Sexed Teacher. Und Sexed Teacher ist natürlich schon, also zumindest mal so lange wie jetzt aktuell noch educated geht, ist das schon auch interessant. Ne? Also hier, ich muss mal gucken, wie lange geht denn das educated momentan? Das wäre jetzt auch mal sehr interessant. So, müsste ja auch schon bald wieder vorbei sein. Und jetzt hier mal runterschauen. Mit einer Mythic Peggy, Quahog Preschool, Groff Community College, Henry Haber Debater, Professor Lerner und so weiter und so fort. Hast auch Cripple All. Hast aber auch gleichzeitig einen Stoß durch die Mauer. Hast zwar jetzt nicht das Motivieren wie eben gerade, aber hast den Stoß durch die Mauer. Und es ist halt eine Educated Karte. Und die kann unter Umständen. Ah. Aber. Auch hier wiederum. Gut, beim Stoß durch die Mauer, aber das ist ja nur letzten Endes, wie viel Mauer du einbrechen kannst. Ne?
Also auch da, es lohnt sich nicht wirklich. Die Karte ist geil, also ist schon cool, aber es lohnt sich nicht wirklich 10% draufzurechnen, weil die 10% sind hier so verschwindend gering, dass sich das einfach nicht lohnt. Das rechnet sich nicht. Ja, deswegen, also es sind, macht keinen Sinn. Na, hier ist Partyboard, also jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, wir haben jetzt hier gerade die Cripple-All-Dinger drin, ja, weil auch Partyboard ist Cripple-All. Gucken wir mal hier mit der Amy. Dann zoomen wir uns hier unten neben die Dr. Amy Wong raus und dann maxen wir das Ganze. Und dann haben wir hier unten mit dem Golfball Escape. Ja, sechsfach Heilung für alle und sechsfach Cripple All. Eine Elfer Mauer. Das ist schon ordentlich insgesamt gesehen. Aber vor allem der Burger für alle ist halt, ne, ist halt geil. Deswegen habe ich den Center Bill eigentlich immer so geliebt. Center Bill. Irgendwo ganz hinten hin platzieren und dann wird einmal alles durchgeheilt. Das ist mega geil. Ja. Also wer eine Dr. Amy Wong spielt, aber ihr habt mit Sicherheit kein Golfball Escape am Start. Also glaube ich nicht, dass das irgendjemand großartig spielt. Solltet ihr eine, also mal, ich formuliere das jetzt mal so, solltet ihr eine Dr. Amy Wong spielen mit einem Golfball Escape, dann lohnt sich das trotzdem auch wieder nicht. Hast du siebenfach Cripple All und siebenfach alle heilen. 12er Mauer, 16 Angriff, vielleicht 17. 92 Leben. Also was kann ich mit den heutigen Kombos sagen? Über die heutigen Kombos kann ich euch nur eins sagen. Die Kombos sind gut, ja, aber sie sind von den Werten her zu schwach, als dass 10% da irgendwie sich wirklich bemerkbar machen. Ja. Die 10% ist geschissen, auf gut Deutsch gesagt, bei den Karten. Und deswegen lohnt sich das nicht wirklich. Ja, wenn euch das heutige Video geholfen und gefallen hat, dann würde ich mal sagen, ja, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir ein Like dalassen würdet. Ja, schreibt was in die Kommentare rein. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animations Roadrunner mit Medium gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.